Meine Damen und Herren, es ist mir mit Schrecken aufgefallen, dass wir jetzt noch den heutigen Tag und eine Woche haben und dann ist Weihnachten. Das ist ja schön, nicht? Ja, ja, nicht? Aber andererseits, ich habe nur mehr so wenig Zeit. Das heißt, wir müssen also dazu schauen, dass wir jetzt die wichtigen Punkte, um die es vor Weihnachten noch geht, durchbringen. Und so beginnen wir heute gleich ganz zügig mit der Besprechung der Zähigkeit von Fluiden. Strömung. Zähe Fluide. Und da ist natürlich zunächst einmal die Frage zu besprechen, wie kann man denn die Zähigkeit überhaupt charakterisieren? Wir haben schon darüber gesprochen, es geht um eine innere Reibung und haben bis jetzt diese innere Reibung vernachlässigt. Und jetzt müssen wir uns damit aber auseinandersetzen, weil das in der Praxis schon von sehr großer Bedeutung ist. Und da kommen dann auch ganz unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten heraus gegenüber dem, was wir schon hatten. Also wie kann man die innere Reibung charakterisieren? Und diese innere Reibung hängt also zusammen mit einem Impulstransport innerhalb einer Flüssigkeit. Das kann man am besten in folgender Weise charakterisieren. Nehmen wir an, wir haben zwei Platten und dazwischen gibt es also ein Fluid, das den Bereich zwischen diesen Platten ausfüllt. Das kann eine Flüssigkeit oder ein Gas sein. Die untere Platte ist in Ruhe, die obere soll sich bewegen mit einer gewissen Geschwindigkeit V0. Dann nehmen wir eine Z-Achse an, hier ist die Geschwindigkeit V0 Pfeil und die untere Platte ist in Ruhe. Jetzt bewegt sich also die obere relativ zur unteren. Wenn das Fluid ganz reibungsfrei ist, dann wird es der oberen Platte ganz wurscht sein, wenn das Fluid dazwischen ist, weil es gleitet sowieso ab an der Flüssigkeit. Die Flüssigkeit reibt nicht. Wenn es aber innere Reibung gibt, dann werden die einzelnen Flüssigkeitsschichten hier aneinander abgleiten und dabei Reibung entsteht. Und außerdem, das zeigt die Erfahrung, wenn ein Fluid innere Reibung zeigt, dann haftet es auch an Grenzflächen. Das heißt, das Fluid wird hier mit der Geschwindigkeit V0 mitgenommen und ruht hier. Und wenn man das also im Gleichgewicht dann betrachtet, wird sich voraussichtlich ein derartiges lineares Geschwindigkeitsprofil mit einer nach unten abnehmenden Geschwindigkeit einstellen. Und jetzt ist also die Frage, wie kann nun diese Reibung in der Flüssigkeit charakterisiert werden? Nun, der entscheidende Punkt hier ist, dass an dieser oberen Platte mit einer gewissen Kraft F-Pfeil angezogen werden muss, damit die obere Platte konstant mit der Geschwindigkeit V0 sich bewegen kann. Und je größer diese Kraft ist, die man benötigt, damit das so ist, desto größer ist sichtlich die Zähigkeit. Nicht? Wenn man da so ein ganz zähes Öl da drinnen hat, wird man mehr anziehen müssen, als wenn da nur Wasser dazwischen ist. Zum Beispiel noch weniger, wenn Luft dazwischen wäre. Und daher erhebt sich jetzt die Frage, wie kann man also diese Kraft charakterisieren? Die Distanz hier wollen wir als H bezeichnen, Höhe zwischen Z gleich 0 und Z gleich H hier. Und wir können dann entsprechend das aufschreiben, indem wir schreiben, der Betrag dieser Kraft F wird jetzt wovon abhängen? Naja, kann man sich leicht überlegen. Sicherlich von der Fläche dieser Platten. Wenn die Platte eine doppelt so große Fläche hat, wird sie auch doppelt so viel
Kraft benötigen, um bewegt zu werden. Dann sind es ja zwei Platten gleich nebeneinander gewissermaßen. Also wird diese Kraft proportional zur Plattenfläche sein. Naja, und dann muss es natürlich auch noch darauf ankommen, wie stark diese einzelnen Flüssigkeitsschichten aneinander abgleiten. Es geht also um den Geschwindigkeitsgradienten mit der Z-Achse. Wir schreiben dv nach dz. Wie schnell sich also der Betrag der Geschwindigkeit mit der Z-Achsenlage hier mit der Z-Koordinate ändert. Wobei dann, wenn das wirklich eine lineare Situation hier ist, man das dann natürlich leicht umschreiben kann, das ist im Wesentlichen dann nichts anderes als V0 durch H. V0 durch H. Dann hat man hier diesen Gradienten. Aber ganz allgemein ist es schon sinnvoll, da dv nach dz zu schreiben. Beides ist sinnvoll und verständlich. Je näher die Platten zusammenrücken und trotzdem die gleiche Geschwindigkeit bleibt, desto stärker wird der Gradient werden und desto stärker muss man daran anziehen. Das kann man sich, glaube ich, auch anschaulich gut vorstellen. Und dann kommt es also noch darauf an, was für eine Flüssigkeit ist. Und das wird also durch den Parameter der Zähigkeit beschrieben. Und so kommt man also auf diese Definitionsrelation für die Viskosität oder die Zähigkeit dieser Flüssigkeit. Und man kommt dann auf die Dimension dieser Zähigkeit, das können Sie sich jederzeit selbst gleich überlegen, wenn da eine Kraft steht und da eine Fläche, wenn Sie das herüberbringen, haben Sie schon Kraft pro Fläche. Das kann man als einen Druck ausdrücken und V0 durch H, da bleibt noch über hier 1 durch Sekunde und wenn man es rübergibt, hat man Sekunden. Also die Dimension ist Pascal Sekunden, so wird in SI-Einheiten die Zähigkeit angegeben. F die Reibungskraft und eben A die Plattenfläche. So wird also die Zähigkeit definiert und so kann sie auch gemessen werden. Und ein Modellexperiment, wo man das demonstrieren kann, haben wir für Sie auch vorbereitet. Der Herr Litschauer kann uns jetzt zeigen, wie wir anhand von einer rotierenden Platte anschauen können, wie man auch die Zähigkeit eines Gases, zum Beispiel der Luft, vorführen kann. Sie haben hier einen Motor, der da die obere von zwei parallelen Platten, die sich in einem relativ engen Abstand befinden, in Rotation versetzt. Die untere Platte ist frei beweglich und wie Sie da hier sehen, sehr schön auf dieser Aufnahme, ganz separiert von der oberen Platte, nur Luft ist dazwischen. Und Sie werden sehen, was passiert. Herr Litschauer, wenn Sie das bitte einschalten. Also Sie sehen ganz deutlich, die untere Platte wird mitgenommen. Das kann nur durch die Zähigkeit der Luft, Dankeschön, erklärt werden. Und Sie haben damit eine sehr analoge, experimentelle Situation gegenüber dem, was ich hier an der Tafel geschrieben habe. Die Frage ist, ob das auch von der Platte, vom Plattenmaterial abhängig ist und da kann ich dazu sagen, in den allermeisten Fällen ist es so,
dass eben bei 10 Flüssigkeiten sie an der Oberfläche eines Randes, eines Gefäßwandes oder sowas, komplett haften bleibt, nicht abgleitet. Und zwar unabhängig davon, was für eine Substanz man wählt. Die Flüssigkeit bleibt haften. Und mehr als haften kann sie nicht. Und dementsprechend spielt da die chemische Zusammensetzung der Wand keine große Rolle. Okay, sind Sie wieder auf Sendung? Sehr gut. Okay, dann setzen wir fort. Also da haben Sie jetzt eine Erklärung dafür, was die Zähigkeit ist. Und ich möchte ein paar Werte nennen. Wasser hat eine Zähigkeit von 1,002. Das Ether in Millipascal-Sekunden. 1,002. Benzol zum Beispiel nur 0,65. Also da liegen schon deutliche Unterschiede vor. Glycerin hingegen hat 1480 Millipascal-Sekunden. Das sind also dann 1,4 Pascal-Sekunden. Luft, jetzt sind wir dann bei den Gasen, Luft hat dagegen 0,017. Also deutlich geringer. Und Wasserstoff hat bei 1 bar beides, Luft und Wasserstoff, 0,0086. Also zwischen Wasserstoff und Glycerin liegt schon ein großer Unterschied. Das brauchen Sie sich nicht auswendig zu merken. Sie sollen nur eine Vorstellung davon haben, wovon man hier spricht, wenn man also über diese Zähigkeiten spricht. Und wesentlich ist auch die Temperaturabhängigkeit. Diese Werte gelten auch immer nur für eine bestimmte Temperatur, hier typischerweise für Normalbedingungen aufgeschrieben. Und es zeigt sich, bei zunehmender Temperatur geht die Flüssigkeitszähigkeit hinunter, wie man sich ja das auch vorstellen würde. Wenn es heißer wird, fließen die Flüssigkeiten leichter, weil sich die Moleküle auch leichter aneinander abrollen und abbewegen lassen. Bei Gasen ist es umgekehrt. Die Gaszähigkeit nimmt zu mit höherer Temperatur, weil durch die stärkere Bewegung auch ein stärkerer Impulstransport zwischen den Molekülen erfolgt. Bitte. Es gibt beim Wasser einen Punkt, wo es die größte Dichte hat. Aber von geringster Zähigkeit ist mir nichts bekannt. Wegen dem Übergang, wegen des Gas, weil wenn ein Gas steigt, kann es ja wieder höher sein. Naja, wenn das Wasser verdampft, dann hat man nachher Wasserdampf. Und das hat natürlich dann eine deutlich geringere Zähigkeit. Aber das geht schlagartig. Das ist nicht irgendwie kontinuierlich. Wir definieren neben der Zähigkeit auch, und Sie werden noch eine Frage. Ist es der Zufall, dass Wasser so ein Wert... Zufall. Nicht alles hat sich am Wasser orientiert. Es genügt schon, dass das Kilogramm die Masse von 1 Liter Wasser ist und die Kalorie, die Wärmekapazität fürs Erwärmen von Wasser, aber die Kalorie ist eh schon weg. Das ist Zufall. Ja. Man führt noch eine andere Zähigkeit ein, die ich erwähnen möchte, die kinematische Zähigkeit. Und die bezeichnet man als Nü. Und das ist nichts anderes als Eta durch Rho. Sie werden sehen, dass uns das insbesondere dann auch bei der Reynolds-Zahl noch unterkommen wird. Und wichtig ist nun, dass mit Hilfe dieser Zähigkeit dann
wenn man konkrete Berechnungen durchführt, was sich im Rahmen dieser Vorlesung nicht durchführen werde, für einfache Geometrien die Widerstandskräfte bzw. die Durchsätze ausrechnen kann. Und da wollen wir zunächst einmal den wichtigen Fall der laminaren Strömung durch ein Rohr betrachten. Durch ein zylindrisches Rohr. Da zeigt sich, wenn man so ein zylindrisches Rohr betrachtet, das geht da so weiter nach beiden Seiten, und da tritt also eine zähe Flüssigkeit durch, dann haftet die auch wieder am Rand und es bildet sich dann ein parabolisches Geschwindigkeitsprofil, wo in der Mitte die höchste Geschwindigkeit ist und zum Rand die Geschwindigkeiten immer geringer werden. Und aufgrund dieses parabolischen Geschwindigkeitsprofils, das daran hängt, dass es eine zähe Flüssigkeit ist, sonst würde es nicht haften an den Wänden. Aufgrund dessen kann man sich den Volumensdurchsatz ausrechnen. Durch dieses Rohr. Eine sehr wichtige Größe. Sie wollen ja wissen, wenn Sie eine Pipeline bauen zum Beispiel oder Ihren Gartenschlauch in Betrieb nehmen, wie viel Flüssigkeit pro Zeiteinheit und hier also wie viel Volumen des Fluids pro Zeiteinheit da durchtritt. Und da gibt es also einen Ausdruck für diesen Volumensdurchsatz. Ich nenne ihn Q. Das ist also Volumen des Fluids pro Zeiteinheit, das durch den Querschnitt eines solchen Zylinders durchtritt. Und das ist Pi R der vierten durch 8 Eta mal L. Und dann multipliziert mit dem Differenzdruck am Eingang und am Ausgang dieses zylindrischen Rohres. Da sehen Sie, dass einerseits da so ein Theoriefaktor von Pi Achtel vorkommt. Ansonsten ist alles, wie man sich's vorstellen würde. Je größer der Differenzdruck wird, proportional dazu steigt der Volumensdurchsatz. Je größer die Zähigkeit wird, desto weniger wird der Volumensdurchsatz. Je länger der Gartenschlauch wird, desto kleiner wird der Volumensdurchsatz. Aber wichtig ist, wie so oft in der Physik, der Exponent. Hier kommt ein R der vierten vor. Und das ist für uns oft ungesund, weil auch unsere Arterien im Körper sind so annähernd zylindrische Röhren. Und wenn sich die durch Verkalkung zum Beispiel etwas zusetzen, dann geht der Radius ein bisschen zurück und weil da dummerweise die vierte Potenz drinnen steht, kann dann sehr schnell Böses passieren. Also da ist also auch eine wichtige Anwendung für die Medizin, dass eben der Durchsatz mit der vierten Potenz des Radius geht. Also man soll nicht sparen beim Gartenschlauch, wenn der einen kleineren Durchmesser hat, geht das schon überhaupt nimmer mehr, weil das dann gleich mit der vierten Potenz weniger durchgeht durch den Schlauch. Also da ist eine sehr dramatische Abhängigkeit. Dieses Gesetz geht auf Hagen und Poisson, ein Franzose, zurück. Und ich möchte erwähnen, damit man gleich sieht, dass jetzt bei der Reibung die Sachen also unterschiedlich sind, dass Sie deutlich erkennen können, wenn Sie einen größeren Durchsatz haben wollen und damit auch eine größere Geschwindigkeit durch dieses Rohr, brauchen Sie auch einen größeren Differenzdruck. Größere Geschwindigkeiten bei größeren Druckdifferenzen. Während, wenn Sie sich gestern an dieses hydrodynamische Paradoxon erinnern, da hatten wir bei höheren Geschwindigkeiten kleinere Drücke. Das lag aber daran, dass das reibungsfrei war.
hier haben wir Reibung, hier steht das Äther drinnen. Ganz reibungsfrei, Äther gleich Null, könnte man das gar nicht aufschreiben, weil die Division durch Null funktioniert nicht. Also das ist eine qualitativ andere Situation. Das entspricht viel mehr unserer praktischen Anschauung, weil wir heute in unserer Alltagswelt häufig mit zähen Fluiden zu tun haben. Ja, Wasser ist eben ein zähes Fluid und nicht so oft mit der Strömung ganz reibungsfreier Fluide. Deswegen kommt uns das mit diesem hydrodynamischen Paradoxon eben paradox vor. Eine andere wichtige Anwendung von zähen, Strömung zäher Fluid ist die Umströmung einer Kugel. Da ist es so, dass die Berechnung, da ging es ja noch einigermaßen, während bei der Umströmung einer Kugel hat man doch ein relativ kompliziertes Strömungsprofil. Wenn man sich da also so die Stromlinien anschaut, dann ist es so und noch dazu in drei Dimensionen die Umströmung. Und ich kann mich gut erinnern, wie mein Theorieprofessor vor vielen Jahren das in der theoretischen Mechanik durchgerechnet hat, habe ich mich gewundert, der hat zwei Vorlesungsstunden darauf aufgewendet, diese Umströmung durchzurechnen. Ob das heute die Leute noch machen, weiß ich nicht. Jedenfalls hier hat das seinen Platz nicht. Ich gebe Ihnen also nur das Endergebnis an und das ist auch mit gewissen Näherungen. R sei der Kugelradius. Und was wir außerdem noch brauchen, ist die Geschwindigkeit der Kugel relativ zum Fluid, des V0. Wenn die also durch das Fluid durchgezogen wird oder in einem Fluid herabsinkt, haben Sie sich ja damit beschäftigt in den Methoden, um die Zähigkeit zu bestimmen. Und da kommt man also dann entsprechend nach einer längeren Rechnung drauf, dass in guter Näherung und nur für laminare Umströmung, nicht wann da hinten sich Turbulenzen bilden, dann stimmt das nicht. Und wir werden noch darüber sprechen, wie man feststellen kann, ob die Sache laminar bleibt, aber nur für laminare Strömung kommt dann heraus, dass der Betrag der Reibungskraft, die angewendet werden muss, auf diese Kugel, um sie im Gleichgewicht mit einer gewissen Geschwindigkeit V0 da durchziehen zu können, gleich ist 6 Pi Eta R V0. Diese 6 Pi da sind durch eine lange theoretische Rechnung hart erkämpft. Diese Pi-Achtel sind weniger dramatisch, muss man auch ausrechnen. Aber da steckt schon recht viel drinnen in diesen 6 Pi. Aber andererseits ist das eine harmlose Beziehung, weil keine so gefährlichen Potenzen da drinnen stehen. Nicht? Das ist ganz einfach. Die Reibungskraft wird mit der Zähigkeit größer, mit dem Radius größer und mit der Geschwindigkeit größer. Wobei Sie sich vielleicht noch wundern, warum der Radius nicht quadratisch eingeht, weil man würde sich ja denken, die angeströmte Fläche ist hier das Wichtige. Aber es zeigt sich, dass das die korrekte Beziehung ist und das ist das sogenannte Stokes'sche Gesetz. Das Stokes-Gesetz. Also damit haben wir die Möglichkeit, die Widerstandskraft auf diese Kugel auszurechnen, aber nur für laminare Umströmung. Und da möchte ich gleich hinzufügen, Werbung in eigener Sache, nächste Woche kommt ein Beispiel in den Methoden, das sich intensiv mit Strömungsvorgängen auseinandersetzt und dann werden wir diese Frage der Laminarität und was passiert, wenn es nicht laminar ist, genauer experimentell für Gasströmungen und für Flüssigkeitsströmungen besprechen und demonstrieren.
die Woche sind keine Methoden, weil ja morgen ein Feiertag ist. Gott sei es geklagt, weil ich eine Vorlesung verliere. Und Gott sei es gedankt, weil sie einen Feiertag gewinnen. Also so sieht es halt jeder aus seiner Sicht. Jetzt wollen wir weiter über Ähnlichkeit von Strömungen sprechen. Oft, meine Damen und Herren, sind die Strömungsvorgänge so kompliziert, dass es gar nicht leicht ist, sie wirklich konkret zu berechnen. Das sind ja verhältnismäßig einfache Spezialfälle für offensichtliche Geometrien. Die Zylindergeometrie und die Kugelgeometrie, das sind die zwei wichtigen Geometrien, die es in der Physik immer gibt. Und alles andere wird komplizierter. Aber es gibt heute auf der Welt nicht nur Zylinder und Kugeln, sondern es gibt auch Menschen und Berge und weiß Gott was alles, und die kann man nicht immer nur durch Kugeln approximieren. Und daher muss man auch kompliziertere Dinge betrachten, Autos und Schiffe, wo also da die Luft und das Wasser vorbeifließen muss. Und da verwendet man dann oft, um sich das anzuschauen, Windkanäle oder allgemein Strömungskanäle, wo man die Umströmung von komplizierteren Hindernissen experimentell anschaut. Nur muss man da meistens gewisse Skalenfaktoren einführen. Man kann nicht die ganze Queen Elizabeth II., dieses Riesenschiff, in einen Strömungskanal hineinstellen. Also wird man das verkleinern müssen. Bleibt die Sache aber dann noch dieselbe? Im Allgemeinen nicht. Und um das entsprechend untersuchen zu können, ist es wichtig, dass man sich die wesentlichen Dimensionen anschaut, um die es hier geht. Einerseits hat man eine Lineardimension, die wir als L bezeichnen wollen. Das kann zum Beispiel der Radius dieser Kugel hier sein. Oder der Durchmesser oder der Radius dieses Rohres. Eine typische Lineardimension für das jeweilige Problem. Dann wichtig natürlich eine typische Anströmgeschwindigkeit. V. Und dann natürlich kommt auch dazu die Zähigkeit. Und dann nehmen wir diese vorhin definierte kinematische Zähigkeit. μ ist gleich Eta durch Rho. Und da zeigt sich jetzt, dass man aus diesen Größen eine einfache dimensionslose Konstante formen kann. Und wenn dann diese Konstante bei der originalen Queen Elizabeth II. Und beim Modell im Strömungskanal die gleiche Konstante ist, kann man davon ausgehen, dass man ähnliche Verhältnisse hat. Und diese Größe, diese dimensionslose Größe, die nennen wir die Reynolds-Zahl. RE schreibt man sie auf. Der Herr Reynolds hat diese Zahl erstmals verwendet. Und die ist nichts anderes als L Rho V durch Eta. Wobei also dieses Eta durch Rho da drinnen steht, man kann auch schreiben L V durch Nü. Wenn Nü gleich Eta durch Rho eingesetzt ist, kommt das so heraus. Also eine ganz einfache Kombination dieser drei Größen, L, V und Nü. Und man kann also sich das leicht anschauen, sollten Sie probieren, damit Sie sehen, ob es passt. Wenn man also da das L einsetzt mit Meter, V mit Meter pro Sekunde und dann das Rho mit Kilogramm pro Kubikmeter und das Eta mit dem, was wir dort haben, müsste da alles rausfallen. Und Sie werden sehen, es tut es auch. Und da zeigt sich also, diese dimensionslose Zahl, die Reynolds-Zahl, beschreibt nicht nur
die Ähnlichkeit von Strömungen bei Modellexperimenten, was schon sehr wichtig ist, sondern sie hat auch eine andere, deutlich erkennbare Funktion. Man kann sie ansehen als das Verhältnis zwischen Trägheitskräften und Reibungskräften. Denn das Rho ist die Massendichte. Das hat was mit der Trägheit des Fluids zu tun. Je mehr Masse da drinnen ist, desto träger ist es. Außerdem, je größer die Geschwindigkeit ist, desto mehr wird die Trägheit dazu führen, dass möglicherweise hier die Strömung sich nicht mehr anlegt, sondern möglicherweise so weggeht und dann da hinten irgendeine turbulente Strömung veranlasst, also verursacht. Die Trägheitskräfte stehen mit Rho und V im Zähler, während natürlich das Eta die Reibungskräfte symbolisiert und darstellt, so ist das Reynolds also im Wesentlichen ein Verhältnis von Trägheitskräften zu Reibungskräften. Und da kann man sich jetzt überlegen, gewinnen die Trägheitskräfte, dann passiert das, was ich Ihnen da gezeichnet habe, und es wird turbulent. Gewinnen aber die Reibungskräfte, dann wird sich das in aller Form schön da anlegen und Sie kriegen Laminarität. Und das zeigt auch die Praxis. Wenn dieses Reynolds kleiner als 1 ist, haben wir im Allgemeinen laminare Strömung. Wenn es größer 1 ist, turbulente Strömungen. Wobei das nicht ganz genau ist, es kann einmal 1,2 sein oder so, aber jedenfalls in der Größenordnung. Sie können also durch Ausrechnen der Reynolds-Zahl dann leicht herausfinden, wird Ihre Strömung laminar oder turbulent sein. Da gibt es aber einen Unterschied beim zylindrischen Rohr. Denn da sehen Sie ja, da macht die Trägheit gar nicht so viel aus. Die Bewegung ist sowieso nur geradlinig. Anders als hier, wo die da so ausweichen muss, da, das Fluid. Und da zeigt sich für diesen speziellen Fall, das ist einfach eine experimentelle Tatsache, dass man beim Zylinder, beim zylindrischen Rohr bis zu einer Reynolds-Zahl von sage und schreibe 2300 gehen kann, bevor das umschlägt in die Turbulenz. Gut für das Transportieren von Fluiden in Röhren. Man kann das ruhig schneller durchpumpen und es wird deswegen immer noch nicht turbulent. Dass es dann letzten Endes auch turbulent wird, das hat dann oft Gründe, die in der Oberfläche, der inneren Oberfläche dieses Rohres begründet ist. Je glatter diese Oberfläche ist, desto weniger leicht werden von dort aus dann Turbulenzen ausgehen. Da haben Sie, Herr Kollege, eine Situation, wo die Art der Oberfläche wesentlich ist dafür, wie weit man gehen kann, bevor Turbulenzen auftreten. Bitte. Das ist das Prinzip von einem Golfball, oder? Wenn man einen Golfball hat, die kleinen Noppen drin, damit sich die Turbulenzen, die sich während dem Flug in der Luft bilden, irgendwie ausgleichen. Und dadurch fliegt er gerade. Naja, es gibt eine Reihe von technischen und empirischen Tricks, wie man Strömungen so optimieren kann, wie man es halt jeweils braucht. Auch Mikrostrukturen an Oberflächen, wie zum Beispiel bei Haifischhaut, bei der Haifischhaut, führen dazu, dass dann die Flüssigkeit etwas besser abgleiten kann. Das ist aber eine eigene, spezielle Wissenschaft, die sich mit diesen Mikrooberflächenstrukturen auseinandersetzt. Und das wollen wir hier nicht näher besprechen. Aber Sie haben recht, durch unterschiedliche Gestaltung, auch im Mikro- und Nanobereich, kann man die Strömungen von solchen 10 Medien wesentlich beeinflussen. Damit sind wir mit der Behandlung der Strömung von Flüssigkeiten und Gasen hier im Rahmen dieser Vorlesung zu Ende gekommen. Ich glaube, Sie haben schon einen gewissen Überblick bekommen, wissen jetzt auch, wie man die Zähigkeit definiert und was sie für einen Einfluss auf Strömungen hat.
und haben auch die wichtige Reynolds-Zahl kennengelernt. Ich möchte vielleicht noch zur Illustration sagen, es gibt in der Hydro- und der Aerodynamik eine Vielzahl unterschiedlicher, dimensionsloser Zahlen. Und man bemüht sich auch oft, die ganze Hydrodynamik in dimensionsloser Form darzustellen, dass man überall nur solche Größen hernimmt, die schon von sich aus gar keine Dimension haben, sodass man dann so allgemeingültige Gleichungen aufstellen kann. Das ist eine sehr wichtige Technik, um eben sehr allgemeine Strömungsformen in übersichtlicher Form darstellen zu können. Praktisch immer sind diese dimensionslosen Zahlen als Verhältniszahlen zwischen verschiedenen Dingen aufzufassen. Hier ist es Trägheitskräfte zu Reibungskräfte. Bei einer anderen Zahl ist es zum Beispiel diffusiver Transport dividiert durch konvektiver Transport. Da kommt dann eben Konvektionsbewegung und Diffusionsbewegung hinein. Sind dann ganz andere Größen in einer derartigen Zahl drinnen. Also das ist eine Vielzahl von Möglichkeiten und Sie werden wahrscheinlich im weiteren Verlauf Ihres Studiums und möglicherweise auch bei Ihrer beruflichen Praxis sich mit diesem Gebiet noch näher auseinandersetzen. Aber Sie haben hier einmal einen gewissen Überblick bekommen. Wir wenden uns jetzt den Festkörpern zu. Wir sind immer noch im Kapitel deformierbare Körper. Die Flüssigkeiten sind deformierbar, das haben wir jetzt. Jetzt kommen die Festkörper, die aber deformierbar sind. Also keine starren Körper, sondern feste Körper. Wenn ich über Festkörperphysik sprechen würde jetzt, hätte man das ganze Semester und wahrscheinlich das nächste auch schon damit belegt. Das wollen wir natürlich nicht machen, sondern ich werde Ihnen nur einen ganz kleinen Überblick geben, worauf es also ankommt. Was bei den Festkörpern wichtig ist, ist, dass äußere Kräfte, die an einem Festkörper angreifen, dazu führen, dass er sich verformt, dass er deformiert wird. Also äußere Kräfte greifen an der Oberfläche des Körpers an und bewirken, dass er deformiert wird. Wir werden nicht von Volumenskräften sprechen, so wie die Schwerkraft, die ins Innere eines Körpers wirkt, oder magnetische Kräfte, die auf ferromagnetische Werkstoffe auch innen hinein wirken. Bei den elastischen oder auch plastischen Verformungen von festen Körpern betrachten wir nur Oberflächenkräfte. Und daher ist es auch sehr wichtig, diese Kräfte dann auch auf die Flächeneinheit zu beziehen. Naja, Kraft pro Fläche, das ist ein Druck. Aber hier können es auch Kräfte sein, die irgendwie schräg oder sogar tangentiell an die Oberfläche eines Körpers angreifen. Daher werden wir das hier jetzt nicht einfach als Drücke bezeichnen, auch kann es manchmal eine Zugkraft sein und keine Druckkraft, wenn Sie einen Draht oder Stab ausdehnen wollen zum Beispiel. Deswegen verwenden wir hier, um da keine Verwirrungen zu erzielen oder zu erreichen oder zu verursachen, verwenden wir hier nicht den Ausdruck Druck, sondern den Ausdruck Spannung. Wir sprechen von Spannungen. Aber das ist natürlich wieder nicht zu verwechseln mit der elektrischen Spannung in Volt. Das ist wieder ganz was anderes. Wir haben halt nicht so viele Wörter, die uns zur Verfügung stehen. Und dadurch kommen es also gelegentlich zu so Überschneidungen. Und da kann ich nur hoffen, dass Sie also, indem Sie da das akzeptieren und damit mitleben, auch dann schon gut auseinanderhalten können, wann wir es mit einer elastischen Spannung zu tun haben und wann mit einer elektrischen Spannung. Na, von elektrischen Phänomenen ist ja hier keine Rede. Also die Gefahr ist nicht groß. Also Kraft pro Oberflächeneinheit, das nennen wir eine Spannung. Spannung ist Kraft pro Fläche.
aber die Kraft kann auch schräg und nicht nur senkrecht auf die Fläche wirken und daher dieser Unterschied. Also diese Spannungen können jetzt eingeteilt werden in verschiedenartige. Also einmal Normalspannungen. Das sind solche, wo die Spannkraft senkrecht auf die jeweilige Oberfläche wirkt. Und dann, um davon das gut zu unterscheiden, die Tangentialspannungen. Da wird die äußere Kraft tangentiell angreifen. Solche Spannungen nennt man auch Scherungs- oder Scherspannungen. Und solche Tangentialspannungen werden typischerweise mit Tau bezeichnet. Tangential, 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 Tau für die Tangentialspannung. Bei der Normalspannung können wir wieder unterscheiden zwischen Zugspannung und Druckspannung. Und die Zugspannung, die wird mit Sigma bezeichnet und die Druckspannung, die wird mit P bezeichnet. So wie der Druck in der Hydrodynamik. Da kommt das der Sache aber auch am nächsten, weil dann hat man ja bei der Druckspannung eine Kraft pro Flächeneinheit, die wirklich senkrecht auf die Oberfläche des Festkörpers wirkt. Und das ist genau dasselbe, wie es in den Flüssigkeiten ist, wenn die Kraft senkrecht auf eine flüssige Oberfläche wirkt. Also alle diese Größen, die ich hier genannt habe, Sigma, P und Tau, haben alle die gleiche Dimension. Sigma gleich P gleich Tau. Alles ist Kraft pro Flächeneinheit. Newton pro Quadratmeter. Ganz einfach. Naja, und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, in welcher Weise können denn nun verschiedene Körper deformiert werden. Wir sprechen also jetzt einmal über die Deformation von Körpern. Dann anschließend, das macht man ja oft so, wie Sie schon bemerkt haben, fragen wir nach der Ursache von solchen Deformationen. Und da kommen eben dann diese Spannungen ins Spiel und dann wird es eben wichtig sein, sich überlegen, wie hängt denn das also jetzt zusammen, die Größe der Spannung mit der Stärke der Deformation. Das führt dann zu den wichtigen Gleichungen in der Elastizitätslehre. Also zunächst sprechen wir über Deformationen. Oder auch Verzerrungen. Na, wie können wir sie beschreiben, wie können wir sie einteilen? Naja, da können wir wieder zwei Charakteristika betrachten. Eine Möglichkeit ist, ein fester Körper deformiert sich so, dass sein Volumen sich ändert, aber seine Gestalt erhalten bleibt. Ein Würfel, wo also überall gleichmäßig draufgedrückt wird, der bleibt ein Würfel, wird ein bisschen kleiner. Also wenn die Gestalt erhalten bleibt und das Volumen verändert wird. Also da haben wir Volumensänderung ohne Gestaltänderung. Naja, das können wir leicht uns eben mit so einem Würfel oder irgendeinem anders geformten Körper vorstellen. Wir definieren uns das Delta V, den Unterschied des Volumens, und schreiben, das ist gleich V minus das ursprüngliche Volumen, V0, bevor die Deformation da war.
wenn der Würfel zum Beispiel oder eine Kugel oder was auch immer durch eine äußere Druckspannung allseitig zusammengedrückt wird, wird das Volumen kleiner werden. Dann wird dieses Delta V negativ sein. Das wird also in vielen Fällen der Fall sein. Und wir definieren uns dazu auch noch die relative Volumensänderung. Das ist einfach Delta V durch V0. Diese relative Volumensänderung, das ist eine prozentuelle Änderung des Volumens durch eine äußere Kraftwirkung. Neben dieser Volumensänderung kann aber jetzt auch das Umgekehrte passieren. Sie können, eine Gestaltänderung machen ohne Volumensänderung. Gestaltänderung ohne Volumensänderung. Na, wie kann das gehen? Da denken Sie wieder einen Würfel. Wir haben ja auch hier uns gedacht, ein Würfel, der halt allseitig zusammengedrückt wird. Jetzt schauen wir uns auch einen Würfel an. Der wird da unten auf einer Fläche festgemacht und dann wirkt hier tangentiell eine Kraft F und die führt dazu, dass dieser Würfel eine Scherung durchführt und ein Stück sich so schräg anordnet. Da bleibt sein Volumen erhalten, aber seine Gestalt ändert sich. Und es wird diese Scherung beschrieben durch einen Scherungswinkel. Das ist der Scherwinkel, den wir mit Gamma bezeichnen. Um einen solchen Scherwinkel wird also dieser Körper verformt. Dieser Scherwinkel Gamma beschreibt die Gestaltsänderung. So wie das Phi die relative Volumensänderung beschreibt, beschreibt das Gamma, was ja auch eine dimensionslose Größe, ein Winkel ist, eben die Gestaltänderung ohne Volumensänderung. Aber in vielen Fällen, meine Damen und Herren, besonders wichtig ist die Situation, wo wir sowohl als auch haben. Eine Gestaltänderung und eine Volumensänderung. Das passiert dann, wenn man einen länglichen Stab oder Draht einseitig belastet, ihn also dehnt oder staucht. Einseitige Dehnung oder Stauchung. Na, das kann man sich ja sehr leicht vorstellen. Denken Sie nur, wir haben also zunächst einmal irgendwo an einer Wand befestigt einen Stab, einen länglichen, und jetzt greift an diesem Stab an der Oberfläche, an einer solchen Querschnittsfläche hier, eine Kraft an und dadurch wird sich die Gestalt und das Volumen ändern und der Stab wird nachher vielleicht eine solche Gestalt annehmen. Und da wirkt also eine Kraft F-Pfeil auf die Querschnittsfläche, die diese Gestaltänderung bewirkt. Ja, und da haben wir also zunächst die ursprüngliche Länge, das ist das L0, und dann nachher die gedehnte Länge. Das L. Und wieder kommt es hier darauf an, wie ändert sich das? Hier dazwischen gibt es natürlich das Delta L, die Änderung der Länge aufgrund der Dehnung oder auch im umgekehrten Fall aufgrund der Stauchung. Andererseits aber die Querdimension dieses Stabes, die da jetzt D0 sein soll, wird sich hier zu D ändern.
weil ja eben der Stab sich nicht beliebig groß das Volumen vergrößern kann, dadurch muss er schlanker werden. Man nennt sowas die Querkontraktion. Und wir haben hier ein ganz einfaches Experiment, um Ihnen das zu zeigen. Wir haben hier als verformbaren Körper einen Gummischlauch und Sie können also erkennen, dass der zunächst einmal nicht besonders gespannt ist und Sie können sehen, dass da ein Blechstück mit einer kreisförmigen Öffnung an diesem Gummischlauch hier sich befindet und fixiert ist. Und wenn ich aber da anziehe, dann kommt dieses Blech herunter, weil sich der Gummi bei der Dehnung auch in seinem Querschnitt verkleinert hat und jetzt bleibt er wieder hängen. Und man kann das natürlich hinaufziehen und das funktioniert wieder. Sie können also unmittelbar diese Querkontraktion, vielen Dank, diese Querkontraktion beobachten. Also die Querkontraktion ist zusammen mit der Längenänderung hier wichtig. Daher werden wir hier zwei verschiedene Größen betrachten. Einerseits eine Größe, die ich Epsilon nenne. Das ist die relative Längenänderung. Merken Sie sich das. Die Beschreibungsgröße für die relative Längenänderung, die perzentuelle Änderung der Länge dieses Stabes oder Drahtes. Darauf kommt es wesentlich an. Es kommt immer bezogen auf die ursprüngliche Länge. Denn es ist ja nicht das Gleiche, ob ich einen Stab ausdehne, der nur 10 cm lang ist oder einen, der 10 Meter lang ist. Die gleiche Kraft führt dann zu unterschiedlichen absoluten Ausdehnungen, Delta L. Aber Delta L durch L0 wird dann in beiden Fällen das Gleiche sein. Die relative Längenänderung. Aber außerdem wird es also auch wichtig sein, diese Querkontraktion anzuschauen. Und die definieren wir dann wieder mit einem Epsilon quer, Epsilon Q. Und das nennen wir aber jetzt minus Delta D durch D0. Weil wenn die Länge sich ändert und größer wird, wird die Querdimension kleiner werden. Und damit es aber auch positiv bleibt, schreibt man da bei der Definition schon ein Minus hinein und hat also hier dann die relative Querkontraktion. Und das führt uns jetzt zu einer wichtigen weiteren Größe, nämlich zu der berühmten Poisson-Zahl. Es erhebt sich ja die Frage, wie denn diese zwei relativen Änderungen miteinander zusammenhängen. Man könnte ja davon ausgehen, das ist immer dasselbe, aber man könnte auch meinen, das hängt wohl von der Substanz ab, aus der dieser Stab besteht, ob das Stahl oder Kupfer ist oder sonst irgendetwas. Und da definiert man sich eine Größe μ, das ist dann wieder eine dimensionslose Zahl, das ist einfach Epsilon Querkontraktion durch Epsilon und nennt dieses Verhältnis die Poisson-Zahl. Die Poisson-Zahl ist also charakteristisch für das Verhalten eines verformbaren Festkörpers bei einseitiger Dehnung oder Stauchung. Und da zeigt sich jetzt, das kann man sich leicht durchrechnen, in unserem Buch ist es ausgerechnet, ich werde es Ihnen hier nicht vorrechnen, dass aufgrund dessen, dass man mit der Poisson-Zahl das Verhältnis der Querdimensionsänderung der relativen zur Längsdimensionsänderung angibt, hat man damit ja auch eine Aussage darüber gemacht, wie sehr sich denn das Volumen dieses einseitig gedehnten Drahtes oder Stabes ändern wird.
das wird nicht einfach konstant bleiben. Und da zeigt sich, wenn man das durchrechnet, da schaffe ich mir jetzt etwas mehr Platz, das können wir hier noch herschreiben. Die Poisson-Zahl schreibe ich Ihnen hierher. Das ist also, merken Sie sich das, Poisson-Zahl ist das Verhältnis der relativen Änderungen der Querdimension zur relativen Änderung der Längsdimension bei einseitiger Dehnung oder Stauchung eines Stabes oder Drahtes. Und damit kann man ausrechnen, durch relativ einfache Umformungen und gewisse Näherungen, schauen Sie sich das eventuell in unserem Buch an oder auch woanders, dass die relative Volumensänderung dieses Drahtes oder Stabes sich ausrechnen lässt, ungefähr, wenn es keine zu starken Dehnungen oder Stauchungen sind, als Epsilon minus 2 Epsilon Q. Und das bedeutet, dass sich das natürlich jetzt auch schreiben lässt, wenn man das Verhältnis von Epsilon Q und Epsilon hier einsetzt, als Epsilon mal 1 minus 2 μ. Sie kriegen also dadurch einen Ausdruck für die relative Volumensänderung. Das habe ich da jetzt gar nicht aufgeschrieben. Schreibe ich noch einmal her, damit es klar ist. Die relative Volumensänderung ergibt sich aber eindeutig aus der Formel, so wie es hier die relative Längenänderung ist und die relative Querkontraktion. Wenn man also die relative Volumensänderung ausrechnen will, braucht man dazu die relative Längenänderung und die Poisson-Zahl. Und die Poisson-Zahl ist also charakteristisch für die entsprechenden Substanzen, um die es geht. Also wir haben jetzt hier so einen kleinen Apparat uns aufgebaut, wie man also die verschiedenartigen Deformationen, Volumensänderung, Gestaltänderung oder einseitige Dehnung beschreiben kann. Durch wichtige Parameter, relative Volumensänderung, Längenänderung, Querkontraktion, Poisson-Zahl als Verhältnis von Epsilon und Epsilon Q. Jetzt sind wir gerüstet, dass wir uns anschauen, wie man denn jetzt die Ursachen dieser Verzerrungen beschreiben kann und sie mit den Verzerrungen in Beziehung setzen. Also Verzerrungen aufgrund von Spannungen. Welche Spannungen bewirken denn welche Verzerrungen? Und da wollen wir ein sogenanntes Spannungsdehnungsdiagramm uns einmal hernehmen. Es ist nun einmal so, dass besonders anschaulich und übersichtlich der Fall in der Elastizitätslehre ist, dass einseitig ein länglicher Körper, ein Stab oder ein Draht, durch die Wirkung einer in der Querschnittsfläche angreifenden Kraft ausgedehnt wird. Diese Ursituation der Elastizitätslehre wollen wir daher auch hier als Ausgangspunkt nehmen und wollen ein sogenanntes Spannungsdehnungsdiagramm aufzeichnen und schauen experimentell, womit wir zu rechnen haben. Spannungsdehnungsdiagramm. Achten Sie darauf, was ich da herschreibe.
Spannung, das ist hier also insbesondere die Zugspannung. Denken Sie an einen Draht, der gespannt wird mit einer Kraft pro Querschnittsfläche Einheit eben durch so eine Zugspannung Sigma. Und das Epsilon, das ist die relative Längenänderung. Es ist sehr wichtig bei einem solchen Diagramm, so wie bei allen Diagrammen, sich klar zu machen, was auf den Achsen ist. Spannungsdehnungsdiagramm. Zugspannung, Kraft pro Querschnittsflächeneinheit und Dehnung, die relative Längenänderung, Delta L durch N0. Das wird hier aufgetragen. Und jetzt kann man sich überlegen, wie wird denn das aussehen? Und da haben wir einen Versuch hier, der Ihnen das sehr schön zeigen kann. Da haben wir als einen Körper, der sich da deformieren lässt, einen Stahldraht. Der ist hier eingespannt, läuft da herüber, läuft dann hier über eine kleine Rolle und wird hier durch das Aufhängen von Gewichtsstücken, die also gewisse Gravitationskräfte dann ausüben auf diesen Draht, gedehnt. Und an dieser kleinen Rolle hier befindet sich ein Zeiger, der dann anzeigen wird, qualitativ und proportional, auch halb quantitativ, wie stark sich dieser Draht dehnt, wenn man ihn belastet. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, bitte. Ein gewisses geringes Anfangsgewicht braucht man, damit der Draht überhaupt einigermaßen gestreckt und gespannt bleibt. Und wenn man da also jetzt ein Kilogramm Gewicht dazu hängt, dann geht das um ziemlich genau einen Teilstrich weiter. Und wenn man 2 Kilogramm dazu hängt, also statt des 1 Kilogramm, was sieht man dann? Jetzt haben Sie es dazu, jetzt haben wir dann 3, das heißt, jetzt haben wir insgesamt 3 Teilstriche. Wenn Sie das 1 Kilogramm jetzt wieder wegnehmen, dann haben wir einfach die doppelte Kraft wie vorher, statt 1 Kilogramm 2 Kilogramm und wirklich sehr schön ist zu sehen, dass auch die Längenänderung dazu proportional ist. Wir haben also hier ein proportionales Verhalten der angreifenden Spannung, Kraft pro Querschnittsflächeneinheit und der Längenänderung. Dankeschön. Ich wollte dazu sagen, gestern schon vorschlagen, aus Zeitersparnis zeigen wir doch das nur mit dem Videofilm. Und dann hat der Kollege gesagt, nein, es ist nicht so ein großer Aufwand, er zeigt Ihnen das lieber im Original. Also so haben Sie das ihm zu verdanken, dass Sie das auch im Original sehen. Aber wir werden jetzt doch auch einen Videofilm zeigen, weil das dann insgesamt bei das nächste Experiment etwas komplizierter in der Durchführung ist. Jetzt machen wir dasselbe und das zeigen wir jetzt im Videofilm, nicht mit einem Stahldraht, sondern mit einem Kupferdraht. Und Kupfer, fangen wir schon, hat andere Eigenschaften. Da können Sie jetzt sehen, jetzt ist ein Kupferdraht, wenn wir jetzt schrittweise in gleicher Weise da Gewichtsstücke draufhängen werden, das wurde also hier gemacht, um dieses Experiment eben zu zeigen, werden Sie gleich sehen, was passiert. Zunächst nicht viel. Der Draht wird einfach nur ein wenig gestreckt. Aber passen Sie auf. Jetzt beginnt sich das so herunterzuziehen. Schauen Sie, was da passiert.
Jetzt gibt man nur mehr ganz wenig zusätzliche Masse dazu. Das ist schon heikel. Und schauen Sie, was da jetzt auf einmal passiert. Jetzt muss man schon sehr gutes Fingerspitzengefühl haben. Da schau ja. Und? Na, er probiert es nochmal. Aber jetzt. Na, der hält dir was aus, der traut. Noch einmal. Aber jetzt gebe ich der Sache nicht mehr viel Chancen. Sehen Sie, wie sich das immer weiter ausdehnt? Das ist keine elastische... Doch noch einmal. So. Also. Ich glaube, Sie haben gesehen, dass wir hier eine qualitativ andere Situation haben. Denn hier bei dem Stahldraht, wenn man jetzt, das mache ich jetzt gleich, Herr Litschauer, macht ja nichts. Wenn ich das da wieder runterhole, schauen Sie, der geht wieder zurück. Haben Sie gesehen? Ich habe das weggenommen, der ist wieder zurückgegangen. Werden Sie sich denken, na ja, eh klar. Nein, ist eben nicht so klar. Das ist eine elastische Verformung. Da, das war schon längst nicht mehr elastisch, auch bevor es gerissen ist. Das wurde plastisch auseinandergedehnt. Da wurde die Struktur dieses Kupferdrahtes schon verändert. Das kommt nicht mehr zurück in die ursprüngliche Lage. Nur bei ganz kleinen Kräften noch. Na, und wenn es reißt, ist gerissen. Ne? Dann ist es klar, dass es nicht mehr zurückkommt. Also, Sie sehen, da ist ein wesentlicher Unterschied zwischen elastischen und plastischen Verformungen. Und nachdem Sie das jetzt gesehen haben, sind wir vielleicht fertig mit den Experimenten? Kann ich Ihnen das auch aufzeichnen? Jetzt schauen wir uns dieses Spannungsdehnungsdiagramm eben wirklich an. Solange man also da jetzt einmal im Proportionalitätsbereich bleibt, wird proportional zur Spannung auch die relative Längenänderung arg größer werden. Aber wenn dann die Spannungen größer werden, dann werden auf einmal plastische Vorgänge vor sich gehen. Denken Sie an den Kupferdraht und der beginnt sich auf einmal überproportional plastisch auszudehnen. Sie brauchen nur relativ wenig die Spannung erhöhen und der geht da schon rüber. Nur so ein Stück und der dehnt sich schon mächtig aus. So lang, bis er dann irgendwann reißt, die Bruchgrenze. Und da kann man schon sehen in der Praxis und wenn man es genauer macht, muss man das natürlich genauer machen. Ich habe vor ein paar Jahren einmal einen Hobbyphysiker, einen pensionierten Professor für Metallkunde von der TU da sitzen gehabt. Alles hat er gern gefressen, aber da ist er nachher zu mir gekommen. So können Sie das nicht machen. Das ist viel komplizierter, ja, weil er sich da sehr gut auskennt hat natürlich. Nicht? Also natürlich gibt es da alle möglichen anderen Sachen, aber grundsätzlich haben Sie da hier einen Bereich und das ist der Proportionalitätsbereich. Und der geht bis zur Proportionalitätsgrenze. Und da geht das also proportional hin und her. Dann gibt es da einen Bereich, wo es schon nicht linear ist, aber trotzdem noch elastisch. Das heißt, obwohl schon nicht linear ist, wird es sich zurückbilden. An der Stelle dann ist die Fließgrenze. Und jenseits dessen beginnt das Material zu fließen und kommt nicht mehr in seine ursprüngliche Situation zurück, solange bis es dann hier bei der Bruchgrenze zerreißt. Also das O vom Ursprung bis, zeichnen wir das da her, bis zur Proportionalitätsgrenze, das ist der lineare Bereich. Der Proportionalbereich, das hier ist der
Proportionalbereich. Und im Weiteren, meine Damen und Herren, so uninteressant das ausschauen mag, wollen wir uns für unsere Zwecke hier nun hauptsächlich bis ausschließlich auf diesen Proportionalitätsbereich beschränken. Bitte. Da gab es auch schon eine, aber die haben wir unter den Tisch fallen lassen, weil wir da diesen Zeiger senkrecht gestellt haben. Sicher. Also natürlich, was ist schon genau? Wenn Sie ganz genau schauen, kann es schon sein, dass das nicht genau durch Null geht, aber das sind Effekte höherer Ordnung. Also wenn man da einen schön gestreckten Draht oder einen Stab verwendet, können Sie nur so wenig Gewicht drauf geben, Masse und Gewichtskraft, und er wird sich schon ein bisschen verändern. Es muss schon durch die Null durchgehen. Also, wir werden hauptsächlich diesen proportionalen Bereich betrachten. Und da kommt man also dann drauf, dass man eine proportionale Beziehung hat. Und ich bin froh, dass wir die heute noch besprechen. Die können Sie dann gleich mit in die Feiertage nehmen und dann ganze Zeit daran denken, wie toll diese Beziehung ist. Nein, es ist nicht so toll. Dass also die relative Längenänderung, meine Damen und Herren, proportional ist zur Zugspannung. Nonna, werden Sie denken. Naja, das ist ja das, was Sie da sehen. Und dieser Proportionalitätsbereich, der Proportionalitätsfaktor, hängt natürlich von dem Material an, ab. Und den nennen wir 1 durch E. Also Epsilon, das ist die relative Längenänderung, ist proportional zu Sigma, der Zugspannung, der Kraft pro Querschnittsflächeneinheit. Daher haben Sie da wirklich eine Spannung. Und dieses 1 durch E ist also hier der Proportionalitätsfaktor. Und E heißt E, weil man es ursprünglich als Elastizitätsmodul bezeichnet hat. Aber alles, was wir da machen im Elastizitätsbereich, ist elastisch. Daher wollen wir das nach heutiger Sprechweise mehr spezifisch für diese einseitige Dehnung betrachten und nennen das den Dehnungsmodul. Der Dehnungsmodul. Und da gibt es also unterschiedliche Dehnungsmodule für unterschiedliche Substanzen. Hier habe ich das zum Beispiel für Sie für die Substanzen mitgebracht. Schauen Sie jetzt einmal nur auf die erste Spalte. Blei, Aluminium, Stahl und Wolfram, die werden deutlich höher, von 20 bis über 400. Je größer dieser Modul wird, weil er im Nenner steht, desto geringer wird die Längenänderung bei einer bestimmten Zugspannung. Das heißt, der Dehnungsmodul zeigt an, wie fest dieses Material ist, und Wolfram lässt sich viel schlechter dehnen als Blei, hat eine viel größere Festigkeit. Je größer der Dehnungsmodul ist, desto weniger lässt sich das Material dehnen. Das wird also an der Art dieser, an der Art dieses Moduls verständlich. Und man kann sich jetzt zuletzt, und damit ist also vor dem Feiertag jetzt Schluss, sich überlegen, was wird denn die Einheit dieses E-Moduls sein? Na, das Epsilon, was hat denn das für eine Einheit? Na, keine Einheit. Das ist eine relative, prozentuelle Längenänderung. Und deswegen definiert man sich auch das E so, wie es hier ist, weil das muss die gleiche Dimension wie das Sigma haben. Damit sich das rauskürzt hier. So hat also das Sigma natürlich die Dimension Kraft pro Länge, da steht es ja, Newton pro Quadratmeter, und damit hat auch das E die gleiche Dimension Newton pro
Quadratmeter. Und damit haben Sie ein wichtiges Gesetz vor sich, nämlich das Hooke'sche Gesetz. Leicht zu merken, eine einfache Proportionalitätsbeziehung. Der Proportionalitätsfaktor ist materialabhängig, wird gemessen für verschiedene Materialien und Sie verbinden die relative Längenänderung mit der Zugspannung. Das war's für heute. Wir haben einiges gelernt und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feiertag.